Hallo. Einige von Ihnen fragen, wie man einen Baumstumpf aus dem Wald, aus dem Park oder aus Ihrem Garten effizient entfernt. Sie können die Bobcat Forstfräse oder den Minibagger verwenden, aber am effizientesten ist es, die Bobcat Baumstumpffräse einzusetzen. Wir können Ihnen drei Modelle anbieten, die Sie auf den Lader vom MT-100 bis zum T86 montieren können. Ich habe hier den SGX60, das High-Flow-Modell mit dem Bobcat T550 Raupenlader. Ich zeige Ihnen, wie die Stumpenfräse funktioniert und wie man sie benutzt. Wir haben den Arm mit dem Rad. Das Rad hat einen 60 cm Durchmesser und Hartmetallzähne. Vergewissern Sie sich, dass Sie scharf und richtig am Rad angezogen sind. Hier ist das Gitter, das den Fahrer in der Kabine schützt. Die Art des Fräsens ist super einfach. Ab in die Kabine, ich zeige Ihnen, wie man sie benutzt. Motor anlassen. Zum Betätigen drücken. Aktivieren Sie den Hilfsantrieb. Hoher Durchfluss für dieses Modell. Beide Lichter müssen also eingeschaltet sein. Drücken Sie den Abzug, um die Rotation zu starten. Der linke Hebel nach links schwenkt den Arm in diese Richtung. Der linke Hebel nach rechts schwenkt auf diese Weise. Diese Tasten steuern den Arm nach unten und oben. Mit diesen Tasten wird der Ausleger nach unten und oben gesteuert. Um den Ausleger zu stoppen, drücken Sie den Abzug erneut. Positionieren Sie den Ausleger neben dem Baumstumpf, um eine gute Sicht auf den Baumstumpf zu haben. Setzen Sie den Ausleger auf dem Boden ab. Starten Sie die Rotation mit dem Abzug. Mit diesen Tasten können Sie die Drehzahl erhöhen, Ihren Arm einstellen und dann mit Ihrem Arm schwingen. Dann können Sie ihn mit diesem Knopf absenken und wieder schwingen. Stück für Stück. Nach und nach. Wenn Sie versuchen, zu viel zu fräsen, werden Sie nicht effektiv sein. Das hängt vom Alter und von der Art des Baumes ab. Mit den alten Wurzeln geht es besser. Positionieren Sie also Ihren Arm und schwingen Sie. Stück für Stück. Nach und nach. Dann den Ausleger neu positionieren und erneut schwenken. Nicht zu viel auf einmal. Das Gute an dieser Stumpenfräse ist, dass sie auch unterirdisch arbeiten kann, sodass man auch die Wurzeln abschneiden kann. Normalerweise sind 20 cm unter dem Boden mehr als genug. Wie Sie also sehen können, ist der Stumpf in wenigen Augenblicken verschwunden. Nur die Späne liegen überall herum. Mein heutiger Tipp ist also, dass Sie den Ausleger als Schaufel verwenden, um das Loch wieder aufzufüllen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hinterlassen Sie mir einen Kommentar und bis zum nächsten Mal.